Steve LeBoux striking his head on the platform. Schrecksekunde bei der Red Bull Cliff Diving World Series. Beim Springen im französischen La Rochelle stößt Steve LeBoux sich den Kopf. Trotz der Panne bringt er den Sprung noch zu Ende. Glück im Unglück, er verletzt sich nur leicht. Der Sieg ist allerdings futsch. LeBoux kommt auf den 13. Platz. Gewinner wird Gary Hunt mit einem beeindruckenden Sprung von der 27,5 Meter hohen Plattform. It's amazing to put in a good performance.